Die Öffnung von Gastronomie und Hotellerie haben nicht nur viele Landsleute herbeigesehnt, um sich kulinarisch verwöhnen zu lassen und Freunde treffen zu können. Auch dem Arbeitsmarkt tut der Schritt in Richtung Normalität gut. Die Arbeitslosenquote ist im Mai auf 4,5% gesunken. Das ist deutlich weniger als noch vor einem Jahr und fast wieder auf dem Vorkrisenniveau. Im Bundesländervergleich hat Oberösterreich die niedrigsten Arbeitslosenzahlen und liegt auch deutlich unter dem Österreich-Schnitt von 7,7%. Überhaupt zeigen die Zahlen des AMS, dass die Wirtschaft wieder Fahrt aufgenommen hat. So sind in Oberösterreich derzeit mehr Menschen in Beschäftigung als in der Hochkonjunkturphase im Mai 2019, nämlich 689.000. Laut Arbeitsmarktservice sind dafür zwei Faktoren verantwortlich. Zum einen die von Industrie und Gewerbe geprägte Struktur unseres Bundeslandes, zum anderen die hohe Inanspruchnahme der Kurzarbeit in den vergangenen Monaten, wodurch ein rascher Neustart möglich wurde. Ein Problem, das sich seit Monaten abgezeichnet hat, bleibt aber trotz Erholung des Arbeitsmarktes bestehen, die Langzeitarbeitslosigkeit. Mehr als 2.800 Menschen sind derzeit in Oberösterreich länger als ein Jahr arbeitslos gemeldet. Das sind fast 30% mehr als im Mai 2020. Landeshauptmann Thomas Stelzer und Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner von der ÖVP betonen, dass trotz Entspannung auf dem Arbeitsmarkt der Kampf um jeden Arbeitsplatz Priorität habe. Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred Heimbuchner von der FPÖ fürchtet, dass das schlimme Erwachen noch folgen werde, wenn Stundungen für Unternehmen auslaufen und es zu verzögerten Insolvenzen komme. SPÖ-Landesrätin Birgit Gerstorfer fordert vor dem Hintergrund der hohen Langzeitarbeitslosigkeit eine umfassende Jobgarantie. Ähnlich die grüne Arbeitsmarktsprecherin Ulrike Schwarz, die für Langzeitarbeitslose Jobchancen in Gemeinden und gemeinnützigen Organisationen fordert.